Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst darf ich sagen, Herr Kollege Wolf, meine Fraktion ist dankbar, dass Sie dieses Thema auf die Tagesordnung gesetzt haben. Denn es ist notwendig, das Organisationschaos anzusprechen, das in der Flüchtlingskrise ausgebrochen ist. Und für dieses Organisationschaos im Land Baden-Württemberg ist hauptsächlich die grün-rote Landesregierung verantwortlich. Aber, meine Damen und Herren, es ist auch notwendig, über die Verantwortung der Bundesregierung zu sprechen an dieser Stelle. Und ich bin dankbar dafür, dass in dieser Debatte deutlich geworden ist, wie die Parteien im baden-württembergischen Landtag zur Flüchtlingspolitik der Kanzlerin stehen. Frau Sitzmann hat verdeutlicht, die Landes-CDU steht hinter Frau Merkel. Sie haben es zumindest laut Herrn Strobel verkündet. Sie selbst haben auch erklärt, die Grünen stehen hinter Frau Merkel. Der Ministerpräsident lässt auch keine Gelegenheit aus, die Kanzlerin zu loben. Und der Kollege Schmiedl hat erklärt, jawohl, wir müssen uns hinter die Kanzlerin stellen. Wir als Koalitionspartner SPD tun das. Ich sage das in aller Deutlichkeit, meine Damen und Herren. Es ist offensichtlich so, dass die FDP die einzige politische Kraft im Landtag von Baden-Württemberg ist, die, und das sage ich in aller Deutlichkeit, nicht hinter der Flüchtlingspolitik dieser Bundeskanzlerin steht. Denn diese Kanzlerin macht eine falsche Politik. Diese Selfie-Politik der Kanzlerin, die das Signal sendet, alle Flüchtlinge dieser Welt sind in Deutschland willkommen, ist falsch. Und es ist auch falsch gewesen, dass diese Kanzlerin einseitig das Dublin-III-Abkommen aufgekündigt hat. Mittlerweile sagen das auch führende Verfassungsrechtler, beispielsweise Herrn Papier, beispielsweise Herr Di Fabio, sagen, da hätte sie eine Entscheidung des Deutschen Bundestages gebraucht. Diese Entscheidung des Deutschen Bundestages hat sie nicht herbeigeführt. Deshalb war das ein Verfassungsbruch, was die Kanzlerin da begangen hat. Und deshalb sage ich in aller Deutlichkeit, wir werden alleine in Baden-Württemberg das Problem nicht lösen. Wir brauchen auf Bundesebene andere Entscheidungen. Wenn es nicht gelingt, europäische Quoten durchzusetzen mit den Partnerländern, dann müssen wir zurückkehren zum Dublin-III-Abkommen. Da muss die Kanzlerin das wiederherstellen, was sie im September 2015 in eigener Machtvollkommenheit aufgekündigt hat, meine Damen und Herren. Und im Übrigen wundere ich mich schon sehr über den Verlauf der Debatte. Seit Wochen und Monaten höre ich, wir könnten die deutschen Grenzen nicht schützen. Es ist immer die Rede gewesen, man brauche dazu Stacheldraht und Schießbefehl. Auch der Ministerpräsident hat das behauptet. Jetzt erfahren wir am Wochenende plötzlich von Herrn de Maizière, es würden täglich 100 bis 200 Flüchtlinge zurückgewiesen. In den ersten 14 Tagen des Jahres 2016 seien 2000 Flüchtlinge an den Grenzen zurückgewiesen worden. Ja, meine Damen und Herren, kann vielleicht mal jemand erklären, wie das möglich ist, dass auf der einen Seite behauptet wird, die Grenzen seien nicht zu schützen, und auf der anderen Seite werden täglich 100 bis 200 Flüchtlinge an der Grenze zurückgewiesen? Das würde mich mal interessieren, diese Erklärung. Und wenn es möglich ist, dieses durchzusetzen, dann, meine Damen und Herren, ist es auch möglich, an unserer Grenze das Dublin-III-Abkommen wieder durchzusetzen. Und das ist unsere Forderung, meine Damen und Herren. Und richtig ist es auch, dass im Land Baden-Württemberg die Registrierung besser funktionieren muss. Kollege Wolf hat Zahlen genannt. Ich kann das hinzufügen, die Rede davon, dass 185.000 Flüchtlinge im Jahr 2015 eingereist seien. Es gibt aber auch nur 98.000 Erstanträge. Ja, offensichtlich ist es nicht möglich, zu einer vernünftigen Registrierung zu kommen. Und Sie hätten Zeit genug gehabt, daran zu arbeiten, meine Damen und Herren. Wenn jemand, ja, Sie machen es doch, Frau Kollegin, Sie machen doch immer alles, Frau Kollegin Sitzmann. Kollege Schmiedl hat ja erklärt, wie das so ist mit Ludwigsburg und Stuttgart. Nicht? Manchmal kommt ja auch ein SPD-Fraktionsvorsitzender von Ludwigsburg nach Stuttgart. Meistens mit dem Auto, auch wenn Feinstaubalarm ist. Dann sagt er dann, es ist schön, man kommt gut durch. Und wenn Sie dann noch falsch parken, Herr Kollege Schmiedl,
dann sind sie in Sekundenschnelle als Halter des Fahrzeugs zu ermitteln, und das erfährt man dann auch in Ludwigsburg. Aber bei der Registrierung der Flüchtlinge ist es nicht möglich, meine Damen und Herren, nach Monaten nicht. Und das ist ein Politikversagen, das ist ein Politikchaos, meine Damen und Herren. Und dasselbe gilt für die Abschiebung. Das Staatsministerium hat sich in der Auseinandersetzung um Zahlen mit dem Kollegen Wolf dann gerühmt. Wir schieben über oder haben über 2000 abgeschoben. Fast 2500 im Jahr 2015. So viel. Und Bayern nur 4500. Ja, meine Damen und Herren, selbst wenn Ihre Zahlen, Ihre eigenen Zahlen stimmen, dann stelle ich fest, Baden-Württemberg schiebt halb so viel ab wie Bayern. Baden-Württemberg ist aber nicht nur halb so groß wie Bayern. Und deshalb haben Sie Nachholbedarf, meine Damen und Herren. Und was die sicheren Herkunftsländer anlangt, kann nur das wiederholen, was ich bereits am 1. Oktober 2015 hier im Landtag von Baden-Württemberg gesagt habe, im Zusammenhang mit sicheren Herkunftsländern in Nordafrika. Ich zitiere: Algerien 0,3% Schutzquote, Marokko 1%, Tunesien 0,2%. Es ist notwendig, auch hier zu handeln. Weisen Sie weitere sichere Herkunftsländer aus. Zitat Ende. 1. Oktober 2015. Passiert ist nichts. Mittlerweile bewegt sich der Ministerpräsident. Vergangene Woche auf der Landespressekonferenz, ein typischer Kretschmann. Ich bin nicht dafür und nicht dagegen. Wir würden aber erwarten, Herr Ministerpräsident, dass Sie als Regierungschef dieses Landes eine Haltung einnehmen zu dieser Frage. Aber richtig ist natürlich auch, dass die Regierungskoalition in Berlin sich einigen muss. Sie müssen erst mal einen Vorschlag machen. Sie müssen sich einigen, die Kanzlerin mit Herrn Gabriel. Und dann kann man diesen Vorschlag machen. Und dann erwarten wir, dass Grün-Rot in Baden-Württemberg im Bundesrat zustimmt. Aber alle können sich nicht einigen. Das ist das Problem. Alle können sich nicht einigen. Sowohl im Bund als auch im Land haben wir Politikversagen auf der ganzen Ebene. Und deshalb ist die Landesregierung, aber genauso die Bundeskanzlerin, daran schuld, dass diese Situation eskaliert. Meine Damen und Herren, Politikversagen im Land wie im Bund. Für die Landesregierung erteile ich das Wort Herrn Innenminister.